So, Vali, heute werden wir zusammen besprechen, woran es liegt, dass deine Gespräche, wenn du Frauen anschreibst, im Sande verlaufen, und du wirst erfahren, wie du das in Zukunft vermeiden kannst. Also wie aus deinen Gesprächen, wenn du Frauen anschreibst, tatsächlich Dates werden. Weil, wenn du das kennst, du schreibst eine Frau an, du stellst dir ganz viele Fragen und zurück kommt nur so ein Scheiß wie ja, nein, aha, netter Smiley, böser Smiley. Draußen stehen natürlich keine Dates. Ist nur ein Interesse, damit kannst du nichts anfangen. Also, bevor wir zum eigentlichen Content kommen, erstmal eine Ankündigung. Und zwar habe ich letzte Woche ein Video released, in dem ich gesagt habe, dass du jetzt eine kostenlose Coaching-Session mit mir buchen kannst. Und das Teil war sehr, sehr schnell ausgebucht. Deswegen kommt auch jetzt erst das Video. Wenn du möchtest, dass ich dich persönlich anrufe und dass wir eine Strategie für dich besprechen, was du in den nächsten 7 Tagen tun musst, um ein Date mit einer Frau deiner Wahl zu bekommen, dann klick unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Denn nachdem ich das jetzt sage, wird wieder ganz schnell alles ausgebucht sein. Also wenn du einen Termin haben möchtest, und zwar nicht in 100 Jahren, sondern jetzt in den nächsten paar Tagen, dann trag dich ein und warte nicht zu lange. Jetzt zum Content. Woran liegt es, dass deine Gespräche im Sande verlaufen? Woran liegt es, dass Frauen keine Lust haben zu investieren, dass Frauen dir kein Interesse zeigen, dass sie dir keine Fragen, keine Gegenfragen stellen? Kann ich dir verraten. Denn es liegt in 99% der Fälle an einer einzigen Sache. Hier die Erfahrung von mir. Immer wenn ich Chats zugeschickt bekomme oder wenn ich mit Klienten, die das Coaching bei mir anfangen, so die allerersten paar Termine habe, dann sehe ich immer wieder eine Sache, ja, eine einzige Sache, einen verdammten Fehler, der alles zerstört. Und zwar haben die meisten von euch ja schon ein paar Videos von mir geguckt. Unter anderem auch Videos, wo ich Chats von mir selbst gezeigt habe, wie ich Frauen auf ein Date bekommen habe. Und die Menschen, die das jetzt angeguckt haben, kopieren jeden möglichen Scheiß. Zum Beispiel meine Ausdrucksweise, meine Fragen. Sie kopieren zum Beispiel, dass ich statt warum why schreibe oder solche Kleinigkeiten, meine Smileys, so Sachen, die eigentlich nicht sehr viel ausmachen. Aber sie machen eine Sache falsch. Und jetzt kommt die goldene Regel. Jetzt kommt eine Regel, wo du die echt aufschreiben solltest. Weil ich mir zu 100% sicher bin, dass du das aktuell nicht richtig machst. Kurze Stille, um das Ganze noch wichtiger erscheinen zu lassen. Die Nummer 1 Regel im Online-Dating ist, Buddy, halte ich fest, frag Frauen keine Fragen, die dich nicht interessieren. Stell Frauen nur Fragen, die dich interessieren. Du denkst jetzt wahrscheinlich, echt jetzt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber gehen wir der Sache mal auf den Grund. Was für Fragen stellst du einer Frau, wenn du das Gespräch anfängst, in den ersten 10 bis 20 Nachrichten? Denn diese sind entscheidend. Wenn du dir mal so anguckst, woran es liegt, dass du noch keine Dates bekommst oder dass du wenig Dates mit Frauen bekommst aus dem Online-Dating, dann liegt es immer daran, dass du in der Anfangsphase Probleme hast. Denn wenn du erstmal die 10, 20 Nachrichten mit Frauen geschrieben hast, dann ist es danach eigentlich nur noch ein Kinderspiel. Wenn dieser Frame so insgesamt gesetzt ist, dann ist es easy. Aber solange du nicht schaffst, in diesen 10, 20 Nachrichten die Frau zum Investieren zu bringen, dann bringt das Ganze nichts. Und hier setzen wir an. Hier behaupte ich mal, dass du der Frau scheiß Fragen stellst. Fragen, die dich nicht wirklich interessieren. Fragen wie zum Beispiel, was sind deine Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Oder so allgemeine Sachen. Nice Guys würden jetzt behaupten, hä, aber mich interessiert doch, ob die Frau in ihrer Freizeit singt oder tanzt. Und das ist Schwachsinn. Sag mal, interessiert es dich wirklich, nochmal, wir sind hier bei Partnerwahl, interessiert dich wirklich bei deiner potenziellen Partnerin oder einer Frau, mit der du Sex haben willst, mit der du eine Affäre haben willst, interessiert es dich bei dieser Frau, ob sie in ihrer Freizeit singt oder tanzt? Interessiert es dich wirklich bei dieser Frau,
ob sie Fußball oder Handball spielt. Ist es irgendwie relevant für dich? Sag mal, ist es das? Wenn die Frau jetzt sagt, oder ob die Frau sagt, ich spiele Fußball oder ich spiele Handball, wird es irgendwas ändern daran, ob du sie daten willst oder nicht? Bezweifle ich. Und wenn du mir da zustimmst, dann sind diese Fragen, was hast du für Hobbys, absoluter Müll. Und jetzt kommt das nette kleine Geheimnis. Frauen spüren, ob du Fragen stellst, nur um das Gespräch am Laufen zu halten und ob du diese Einstellung hast, ich will dich sowieso treffen, egal was du mir antwortest, oder ob du wirklich guckst, ob die Frau zu dir passt oder eben nicht. Frauen merken das. Frauen merken das über deinen Schreibstil. Sie haben sowas wie einen siebten Sinn dafür. Und wenn sie feststellt, dass du so ein Typ bist, der sie sowieso treffen will, der sich ihre Bilder angeguckt hat und sagt, ich will sie daten, scheißegal wie sie ist. Scheißegal, ob du mir jetzt erzählst, ich mach das. Wenn du solche scheiß Fragen stellst, dann kannst du dir vorstellen, was mit dem Interesse von der Frau passiert. Denn dann ist die Anziehung gleich null. Dann hat sie keinen Bock mehr auf dich. Dann will sie nicht mehr mit dir schreiben. Und wenn dann nur noch so kurze Sachen kommen, ja, aha, meine Hobbys sind so und so, netter Smiley, böser Smiley, dann hat sie keinen Bock auf dich. Liegt daran. Problem gelöst. Du stellst die falschen Fragen. Denn dich interessiert nicht, was für Hobbys die hat. Dich interessiert, was für eine Persönlichkeit die Frau hat. Ist sie introvertiert, ist sie extrovertiert? Was sind ihre Werte? Was ist ihre Weltansicht? Wie sieht sie bestimmte Sachen? Was hat sie für Einstellungen zu bestimmten Sachen? Um so ein paar Beispiele zu nennen, damit wir das konkretisieren. Dich interessiert zum Beispiel, wie viele Erfahrungen sie mit Männern hat. Dich interessiert, was für Werte ihr in einer Beziehung wichtig sind. Dich interessiert, worauf sie bei Männern steht, weil das wieder eine Menge über sie aussagt. Dich interessiert, was mal später ihre Ziele sind. Oder noch viel besser, warum es ihre Ziele sind. Das sind so Sachen, die die Persönlichkeit eines Menschen ausmachen. Und nicht, ob sie Fußball oder Handball spielt. Ja, was für ein Scheiß. Diese dumme Oberflächlichkeit ist der Grund, warum bei den meisten Männern Online-Dating nicht funktioniert. Deswegen ist die oberste Regel, stell nur Fragen, die dich interessieren, die dich wirklich interessieren. Setz diesen Frame ganz, ganz klar von Anfang an. Ich Mann, du Frau, ich werde jetzt testen, ob du zu mir passt. Und wenn es passt, dann können wir gerne treffen und gucken, was passiert. Alles andere ist Nice Guy Scheiß, den kein Mensch braucht und der dafür sorgt, dass du keine Dates mit Frauen haben willst. Ich hoffe, das Ganze ist verständlich. Demnächst werden nochmal Videos darüber kommen, über dieses Grundthema, über was sollst du mit deiner Frau schreiben, passende Themen. Deswegen, wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere spätestens jetzt, damit du das Ganze tatsächlich dann siehst. Vergiss auf keinen Fall, Buddy, dich einzutragen, damit wir beide telefonieren und für dich eine Strategie ausarbeiten, wie du in den nächsten 7 Tagen dein erstes Date bekommst. Oder dein nächstes Date bekommst und beeil dich, sonst ist das ganz, ganz schnell ausgebucht. Wir sehen uns im nächsten Video, mein Lieber. Mach's gut. Ciao.